Die GWD-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Pressevertreter. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich des Handball-Bundesligaspiels GWD Minden gegen den SC Magdeburg. 2014 Zuschauer haben der Sonne getrotzt und sind in die Halle gekommen, haben uns unterstützt, haben leider ein Endstand von 29 zu 41 erlebt bei einem Halbzeitstand von 12 zu 21. Ich darf ganz herzlich beglückwünschen zu dem Sieg und auch begrüßen den Trainer der Gäste, Bennett Wiegert. Bennett, wahrscheinlich nicht nur zuletzt wegen einem herausragenden Yannick Green gewonnen, oder? Ja, guten Tag erstmal. Ich glaube, dass das auf Einzelspieler zurückzuführen, macht es jetzt relativ einfach. Ich habe ja heute eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung des SC Magdeburg erlebt. Da Einzelne rauszustellen, trifft es für mich nicht. Deswegen wehre ich mich dagegen und möchte das auch weiter gerne als geschlossene Mannschaftsleistung gewertet sehen. Wir sind sehr, sehr glücklich, die zwei Punkte aus Minden mitgenommen zu haben. Ich kann mich noch gut an das letzte Jahr oder letzte Saison erinnern, als ich hier saß und ein weniger gutes Gefühl hatte, als wir hier wirklich eine sehr, sehr herbe Niederlage hinnehmen mussten, die auch sehr, sehr wehgetan hat. Das Gute ist, dass ich mich wenig mit der Vergangenheit beschäftige, da ich die Zukunft bestimmen kann, nicht mehr die Vergangenheit, aber vergessen konnte ich das auch nicht. Ich hatte das schon noch im Gefühl, wie das letztes Jahr hier war, deswegen freut es mich heute, umso mehr hier mit einem viel, viel besseren Gefühl zu setzen. Ich finde in der Analyse, dass wir gar nicht gut in dieses Spiel gekommen sind, dass wir uns schwer getan haben, dass wir zu viel freie Würfe zugelassen haben. Güllerroth hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon 4, 5 oder 6 freie Würfe vom Kreis. Da hält uns Yannick noch im Spiel oder lässt uns halt trotzdem mit 3 Toren führen. Dass wir dann mit 9 Toren in die Halbzeitpause gehen, ist einfach ein gutes Gefühl, gibt unheimlich Sicherheit auch für die zweite Halbzeit. Ja, und wir machen das in der zweiten Halbzeit auch sehr professionell und seriös und arbeiten weiter an unserem Ergebnis. Versuchen da wirklich Minden den Respekt zu erzielen, den sie sich verdient haben über die Saison einfach. Und ich hoffe, dass uns das dann auch gelungen ist. Und jetzt fahren wir einfach glücklich nach Hause und warten auf die nächsten Aufgaben, haben wieder eine volle Trainingswoche und haben dann am nächsten Wochenende genau in 7 Tagen am Sonntag Hannover-Burgdorf vor der Brust. Auf dem Weg bleibt nichts anderes übrig, als nochmal Minden alles Gute zu wünschen für den Rest der Saison. Ich finde, sie spielt eine gute Saison, auch wenn es jetzt wahrscheinlich keiner hören mag. Ist das sehr, sehr schön zu beobachten und ich freue mich auch, in nächster Saison wieder nach Minden reisen zu dürfen, um gegen Frank harte Wettkämpfe ausfechten zu dürfen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Bennett Wiegert. Frank Carstens, du hast kein so gutes Gefühl wie Bennett, glaube ich. Nee, erstmal Glückwunsch, Benno, zum verdienten Sieg an dich und dein Team. Deine Mannschaft ist sehr konsequent und professionell hier heute aufgetreten. Spielablauf unterschreibe ich so. Mir bleibt nur die Zuschauer, die heute da waren, um Entschuldigung zu bitten für das, was wir heute abgeliefert haben. Ich bin verantwortlich für eine solche Leistung. Insofern sitze ich hier und werde jetzt nicht über einzelnen Spielern den Stab brechen. Das würde der Leistung auch nicht gerecht werden. Sondern ich denke, dass wir es zusammen nicht geschafft haben, hier heute das aufs Feld zu bringen, was wir eigentlich können. Und da das jetzt schon in der Tendenz nicht das erste Spiel ist, wo uns die letzten paar Prozent fehlen, wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir jetzt dort Konsequenzen und Lehren auch draus ziehen aus diesem Auftritt heute und dass wir vor allen Dingen das Verhalten natürlich ändern in der Zukunft. Aber erstmal gilt es, das zu analysieren und jetzt hier einen klaren Turnaround zu schaffen, denn so können wir die Saison nicht zu Ende fahren, denn die netten Worte von Benno nehme ich gerne, das ist überhaupt keine Frage, die hören wir auch schon ein paar Wochen. Aber das stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht richtig in der letzten Konsequenz. Wenn man eine Saison nicht sauber zu Ende spielt, dann ist sie nicht gut. Und das machen wir gerade. Es hat nichts damit zu tun, dass wir hier heute mit
12 Toren verloren haben, sondern es hat damit zu tun, wie wir das tun. Und wie wir Handball spielen wollen, ist ganz anders, als wie wir es heute tun. Wir haben verteidigt, ja, wir haben ein paar Zeitstrafen bekommen. Ich frage mich, wofür? In einigen Fällen. Es ist auf jeden Fall nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Und da müssen wir auf jeden Fall einen großen Schritt weiterkommen. Nochmal, ich kann nur dem SCM gratulieren. Und wir haben ein paar interessante Tage vor uns. Ja, vielen Dank, Frank Carstens, für dein Statement. Benno, ihr habt ja noch ein herausforderndes Programm vor euch. Ihr seid ja noch in zwei weiteren Wettbewerben drin, Final Four, EHF Cup. Und in der Liga schielt er ja auch noch so ein bisschen nach oben. Alle Mann an Bord, fit dafür? Schönes Gefühl, ne? Wenn Sie das so sagen, hört sich das auch für mich gut an. Ich weiß es, aber es hört sich immer wieder gut an, das zu hören. Das macht es auch einfacher für uns, halt den Druck aufrechtzuerhalten, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag zu wissen, wofür man hart arbeitet. Mir als Trainer macht das gerade unheimlich Spaß. Ich mag diesen Druck, um diesen Fokus nicht zu verlieren. Darum freue ich mich einfach auf die kommenden Aufgaben, die kommen. Und ja, wir sind auch heute mit vollem Kader angereist. Wir hatten bestimmt weniger Probleme, als sie die Minnen hatte, was Verletzungen angeht. Ja, und das soll bitte so bleiben. Damit steigern wir einfach die Wahrscheinlichkeiten, auch erfolgreich zu bleiben. Alles klar. Benno, vielen Dank. Frank von Bern, unser sportlicher Leiter. Dein Statement bitte. Ja. Benno, Glückwunsch auch von mir. Ich glaube, Frank hat das auf den Punkt gebracht. Ich habe schon für bessere Leistungen die Mannschaft in dieser Saison deutlich kritisiert. Insofern können wir uns das, glaube ich, heute ersparen. Wir werden das intern sicherlich tun, jetzt aber zu diesem Zeitpunkt nach außen hin begnüge ich mich einfach damit, das stehen zu lassen. Denn ich glaube, jeder Zuschauer hat gesehen, dass es doch an allen Ecken und Enden gefehlt hat und diese 12 Tore eigentlich noch geschönt sind. Insofern glaube ich auch, dass jetzt ein paar spannende Tage auf uns zukommen. Und ich bin auch gespannt, ob wir den Turnaround jetzt bis zum Ende der Saison schaffen, denn das ist einfach absolut notwendig. Und ich bin mir auch sicher, dass wir ein größeres Potenzial haben, als das, was wir heute gesehen haben. Denn das war schon absolut erschreckend. Jetzt haben wir das Glück, Donnerstag das wieder gut zu machen. Beziehungsweise bekommen wir die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen in 4 Tagen. Wenn wir jetzt eine Pause von 2 Wochen hätten, glaube ich, wären diese 2 Wochen ja auch ein angemessener Zeitraum, wo man sich nicht auf die Straße trauen dürfte als Spieler. Und das ist schon eine peinliche Geschichte gewesen heute. Aber ich will schon wieder, ich bin jetzt genau da, wo ich eigentlich nicht hinkommen wollte. Und deswegen beende ich meinen Part und wünsche euch alles Gute für die Saison. Viel Erfolg, Benno. Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Außer es wären noch Fragen aus dem Publikum, von den Pressevertretern. Keine. Ja, dann nutzt den schönen Sonntag noch ein bisschen. Euch eine gute Heimfahrt und viel Erfolg in euren Wettbewerben. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen.